Aber wir müssen auch deutlich sagen, dass die Virusinfektion ist keine so wahnsinnig gravierende. Das möchte ich doch bitte unbedingt betonen. Mhm. Und wir haben viel schlimmere. Ebola stirbt jeder Zweite. Bei MERS-Coronavirus, da waren auch 40% oder 35%. Wir haben zum Glück eine Situation, wo eine hohe Infektionsrate ist. Das Virus findet uns alles neu und damit haben wir eine hohe Infektionsrate. Aber wir haben keine hohe Sterbe- und Krankheitsrate und die Krankheit verläuft relativ milde. Und das sollte man eigentlich, das sollte man sich klar machen. Das würde eine Angstreduktion machen ich bin der Meinung, das ist wichtig. Informiert. Wie schätzen Sie diese Informationspolitik aus Sicht einer Wissenschaftlerin ein? Ist die kontrovers. Wir haben einen sehr guten, moderaten Virologen, das ist der Beste, den man auf der SARS-Forschung haben kann. Das ist Herr Drosten. Er hat ein Weltrenommee. Herr Kekulé ist ein Scharfmacher. Jetzt muss die Politik ja längstens alle einsperren und das kann er ja gut sagen. Herr Kekulé berät ja auch nicht die Bundesregierung. Es gibt sozusagen eine Meinung, die sehr scharf ist. Dann gibt es die Meinung sehr moderat und abgewogen. Herr Drosten hat Braucht man nicht vielleicht beide Meinungen? Ja, Moment. Ich vertrete sogar eine dritte. Ich sage, wenn der eine hüsert, Herr Drosten sagt in der Mitte und ich sage mal hot. Ich bin der Meinung, dass das, was im Moment gemacht wird, ist zu viel, ist zu streng, ist keineswegs von der generellen Akzeptanz, die man überall hört, sondern durchaus von Angst getrieben. Es ist keine so schlimme Epidemie, wie wir hier schon als Basis für unsere Diskussion heute annehmen. Das ist meine Interpretation der Dinge. Es sterben jeden Tag 3000 Leute an normalem Alter. Es gibt, die Zahlen sind ja überall. Es sterben im Jahr 650.000 an der Influenza. Davon wird man auch nicht jedes Jahr informiert. Es gibt ja auch noch ein paar andere Viren. Also ich bin der Ansicht, wir überspannen den Bogen. Und jetzt könnte man sagen, der Geist ist aus der Flasche. Also diese Diskussion kommt ein bisschen zu spät. Aber ganz sicherlich ist es, dass die Information ist, die ganze Welt sind ja tolle Virologen geworden. Man kann ja nur staunen, wie sie alle Virologie kennen. Aber das ist meiner Ansicht nach von einem zu großen Unsicherheitsfaktor und Angst vor der Krankheit.